Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier in IFC24. Die Wolfsburg-Karriere geht natürlich weiter und ich schaue mal, inwiefern ich hier auf die Wünsche der Leute eingehen kann. Wobei ich wollte hier eigentlich gar nichts machen. Ich wollte in der Aufstellung was machen, ne? Ja doch, genau. Genau. Hier wollte ich was machen und zwar wollte ich mal gucken, dass ich erstmal dich von der ZOM wegmache, dich reinmache und dann darfst du hier mit Zaire Emery darfst du spielen. Er darf der Backup sein, genauso wie er. Und warte mal, du bist unzufrieden, deswegen kriegst du den Vorzug vor Swanberg. Und naja, macht eh aktuell keinen Unterschied. Du kannst der Flügelersatz sein, du kannst der Stürmerersatz sein. Perfekt eigentlich. Ja, wobei Kinnun würde ich gerne mitnehmen. Also, dass er halt ausgeliehen wird, das wäre cool. Ja, wobei gucke ich mal, vielleicht wird er auch so ausgeliehen. Und Szczęsny ist unzufrieden. Ja, bei Herrera, ganz ehrlich, nee, du hast deine Chance bekommen, du hast sie nicht genutzt. Shut up. So. Bei Rodrigo gefällt mir echt besser wie Czerny, aber ich guck mal, dass ich vielleicht beide hier behalte. Und mich überrascht, dass die Laien nicht zurückgenommen werden von Cheorida oder Chikorita oder Cherodia oder wie auch immer der Typ da ausgesprochen wird, keine Ahnung. Und Nianzou halt. Also das überrascht mich, weil so viel Spielzeit kriegen die jetzt auch nicht, ne? Warum hat die Nianzou dann Bayern-Trikot an? Also das hast du Beigabe nach Sevilla, oder? Könnte Bayern-Trikot sein, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht, aber fest verwechselt ist noch nicht. Wie weit sind wir im Kalender? Sind wir noch. Können wir uns noch ein bisschen Training erlauben? Ja, ich würde sagen, bis zum 6. machen wir das noch, dass wir das voll durchziehen und dann können wir uns ausruhen. Würde ich sagen. So. Okay. Und. Oh shit, ich hoffe, hier kam keine Transferverhandlung. Doch, Leihangebot für Ambrosch. Aber gut, das ist mir nicht so wichtig. Ah, Düsseldorf könnt ihr gerne haben. Bin kein Fan von euch, aber ihr seid mir eigentlich egal. Und das als, das als ursprünglicher Kölner. So, genau, die sind geblockt. Was mit Neuer? Sind die auch geblockt? Warum ist der hier nicht gezeigt? Oder ist das irgendwie buggy? Keine Ahnung. Ja, schön, dass du dann weg bist, hoffentlich. Super, sind wir uns einig. Und du hast mich beeindruckt. So. Genau. So kann man das sagen in etwa. Und ich gucke auch mal nach Coaches am besten. Und halt auch, was geht in der Abwehr. So. Wobei Nianzou und Chikorita hätte ich auch gerne fest verpflichtet, so muss ich sagen. Was wollte ich eigentlich noch machen gerade? Ich wollte den Trainingsplan ändern, stimmt ja. Ich wollte den Trainingsplan zum einen ändern. Und zum anderen wollte ich halt gucken, was so geht hier in diesem Part. Ja. Und zwar erstmal würde ich das alles gerne aus ausgeglichen machen bei jedem. Dann passt das. So. Gut. Hoffe ich, dass ich die wichtigsten Entscheidungen hier getroffen habe erstmal. Dass ich mich hier um Dings kümmere. Warte mal, wo ist das Büro? Wo sehe ich denn nochmal, wie viel Geld ich habe hier? Finanzen oder so, ne? Aber wo sehe ich das hier nochmal? Finanzen hier. 10 Millionen, ja gut, dafür kann man keinen neuen Verteidiger holen. Außer wir tauschen vielleicht Dings ein Baku, aber selbst dann keine Ahnung, ob wir das machen können. Deswegen denke ich, werde ich mal hier auf die Laien gehen, also wenn ich die fest verpflichten kann. Ich weiß nicht, ob das so war. In FIFA 22 konntest du das trotzdem machen. Auch ohne Kaufoption konntest du die trotzdem halt irgendwann kaufen. Und mal gucken. Wobei, müsste ja trotzdem gehen. Müsste ja eigentlich gehen, theoretisch, ne? Für die Geschichtsbücher, ja. Ja, doch leider langsam schlechter der Bonucci von der Gesamtstärke her, aber ich will die haben eigentlich direkt. Wie viel bist du wert? 9 Millionen. Ja, scheiße. Und der 1,3. Ja, gut, aber müsste ja trotzdem eigentlich hinhauen, so. Zur Not, ja. Wobei ich will ja auch Coaches haben. Wie lange bist du eigentlich ausgeliehen? Ein Jahr. Nur. Vielleicht sollte ich ihn holen. Wobei, erstmal will ich die Couches verpflichten, das ist wichtiger. Also halt auch wichtig, also, ja. Wobei, wir haben auch erstmal genug eigentlich, deswegen, ja. Gucke ich mal nach den Scouts hier. Ob wir da irgendwie ein wichtiges gerade verpflichten können, wenn nicht, machen wir weiter hier. Teamstrategie, genau. Coachverwaltung. Gibt es hier wen Krasses? Müsste ich halt vielleicht auch öfter reinschauen, aber manchmal vergesse ich es halt und ich will ja auch, dass wir ordentlich vorankommen und auch ordentlich Content sehen. Hier Torwartfähigkeit 5 Sterne. Dann könnte ich mal holen für die Defensive vielleicht. Da irgendwen freigeben. Nee.
Ich glaube, der hat ja auch vier. Also ich, ja, will das Torwartspiel aktuell nicht verbessern, deswegen vielleicht lasse ich das auch komplett so, wie es ist. Wobei den hier kann man eigentlich rausschmeißen hier. Nein, ich möchte den auswerfen. Auswerfen hier. Den Horn. Den kann man entlassen. Gute Dienste. Und ich hoffe, der hat da wirklich 4 Sterne in der Verteidigung. Ja, hat er. Gut. Dann hole ich ihn halt, falls ich mal auf Keeper verbessern gehe. Deswegen kommt Beckers hier rein. Ja. Ja. Ansonsten schauen wir halt nach 5-Sterne-Coach. Wenn nicht, machen wir hier munter weiter ab und zu mal nachschauen, wie das hier aussieht. Und oh. Ja, doch, ist ja ausgeglichen. Ne? Müsste sein. Ah, direkt das Angebot. Sehr gut, Lech Posen. Lech Posen. Gönnt euch direkt den Boy. Aber nicht auf Kaufoption, weil das könnt ihr vergessen. Und das muss ich wahrscheinlich immer noch delegieren. Also zumindest war es halt immer in FIFA 22 und vorher so, dass du das nur delegieren musstest. Bis auf halt später, wenn die halt gesagt haben, yo, machen wir so, ohne Kaufoption. Sonst kamen sie immer mit Kaufoption oder hatten dann gesagt, nö, wir haben keinen Bock mehr. Wir verziehen uns. Und keine Ahnung, wer das war, eines vom Logo her. Modena, FC Modena, sind die neu? Kenne ich gar nicht, also sagt mir gerade gar nichts. Kann sein, dass die neu sind, weiß ich nicht. Kinun kann da natürlich zu denen hingehen, natürlich, natürlich. Ich hoffe, der entwickelt sich auch gut bei denen. Genauso wie der Rest natürlich, der ausgeliehen worden ist. Und Herrera wird der letzte wahrscheinlich sein, den wir ausleihen. Erstmal mal gucken. Zumindest aktuell Stand. Ne? Darf man natürlich nicht vergessen, dass der aktuelle Stand des Trainingsplan war und Zeit. Ja, schön. Gurchen halten jetzt bitte. Weil ich bin zufrieden, was das angeht. Herrera. Ach, die streiten sich sogar inzwischen drum. Perfekt. So. Sehr gut. Dann geht er hoffentlich wohin, dass er da Spielzeit bekommt. Mir nicht offen. Also mir nicht mit seiner. Also ich weiß nicht, ob er irgendwas im Kopf bekommen, an den Kopf bekommen hat oder so, so ein Fußball im Training an den Kopf bekommen hat oder was auch immer. Vielleicht fiel auch ein Ziegelstein von der Mauer oder so. Kann ja auch sein, ne? Weiß nicht, wie brüchig unsere Gebäude sind. Weiß nicht, was mit ihm nicht stimmt, weil ich will gegen Bayern spielen und ich spiele ja scheiße. Nee, finde ich gar nicht cool. Ambrosch. Tschüss, Ambrosch. Bist erstmal nach Düsseldorf ausgeliehen. Vielleicht wirst du hier noch irgendwann eine Rolle spielen, genauso wie zum Beispiel ein Frühstück oder so. Mal gucken, ne? Mal gucken, wie das so, sich so alles entwickelt. Ne? Genauso auch die Jugendtalente vielleicht irgendwann eine Rolle spielen oder auch ein Herrera, wer weiß, ne? Herrera ist ja auch noch jung, ne? Kann theoretisch auch noch was nach oben gehen, ne? Ja. Unter, also vielleicht, ne? Weiß man ja nicht. Ein dynamisches Potenzial gibt es ja, also wer weiß. Ne? Und vielleicht entwickelt er sich auch gut bei Laien. Manchmal entwickeln sie sich richtig, richtig gut, manchmal nicht. Ne? Mal schauen, ne? Man weiß es nicht. Und ich glaube, so will ich spielen. Ne? Castells habe ich drin, genau. Ja, sieht doch eigentlich richtig, richtig gut aus, finde ich. So, muss halt nur gucken, wie ich das dann halt mache mit Nianz und Dingsbums hier und wie heißt der Typ da? Chikorita nenne ich ihn ja immer. Wobei der wahrscheinlich gar nicht so heißt, aber gut, der ist jetzt ein Pokémon gewonnen. Ich glaube. Endivier heißt es auf Englisch? Ich weiß gar nicht. Gerade, aber ist ja auch egal. Wir gehen in das Spiel gegen den FSV Mainz 05 rein, die ich halt nicht leiden kann. Aufgrund von FIFA. Aber gut, Karnevalsverein, was sollst du auch groß darüber denken und sagen, ne? Ja. Können sich ja gerne zum Deppen machen, die Clowns, aber ja. Sonst sind sie. Also ich leiden werde ich ihn nicht können. Auch wenn der Lee Sung oder so. Oder wie auch immer der Typ heißt, der da gezeigt worden ist vor dem Spiel, vielleicht interessant ist. Ich weiß es ja nicht. So viel kenne ich mich ja nicht aus über IFC und ich weiß auch nicht, warum der Ball nach hinten gespielt worden ist. So ganz nach hinten wollte ich den dann doch nicht gespielt haben. Aber ist okay. Solange wir dadurch keine Spiele verlieren, ist alles in Ordnung. Saire Marie, sehr schön. Auch Mokoko, Kaminski jetzt hier auch mit am Ball. Kaminski läuft. Hat da ein bisschen Platz gehabt, aber jetzt nicht mehr. Mokoko hat allerdings noch ein bisschen Platz. Zieht ab. Keeper hält. Martins heißt der Tor. Heißt der Martins Tunnel? Also weiß ich auch nicht, ne? Kann ja sein. Keine Ahnung. Rafa Guerrero nach der Ecke am Ball. Genauso wie der Swanberg. Was ist Swanberg? Ach, keine Ahnung, wer das ist. Kann Swanberg gewesen sein, kann aber auch nicht Swanberg gewesen sein. Udo Gehunge, lauf zurück, Mann. Du musst nach hinten. Und du kannst hier ruhig schon mal in der Offensive den Ball verlangen, kann alles. Weil der kann alles, der kann alles.
Schade, ich glaube, den Joke muss ich vergessen, weil ich habe das halt geupdatet, den Ka die Kader und in einer Karriere, also in dem einen Projekt, wo ich Bayern schwächen will, also vor Bayern zu schwächen und in die dritte Liga runter zu befördern, mit Transfers, die ich den nehme. Ja, da wurde er mir nicht angezeigt, also keine Ahnung, ob Canales weg ist. Was echt schade wäre, aber ja, dann wäre es halt leider so. Es ist auch wegen der Beraterin natürlich auch schade, weil, boah, die hat es mir angetan, die Frau. So, aber gut, das ist natürlich nicht so hoch auf meiner Prioritätenliste. Und in der Karriere habe ich ja noch aktuell Kontakt zu ihr. Vielleicht über Canales, wer weiß, wer weiß, ne? Wäre schon cool, wenn die auch mich beraten würde, persönlich. Wollte ich eigentlich sagen, weil ja, so, sie scheint eine vernünftige Beraterin zu sein, sehr gut Udogie. Und warum gibt es jetzt Elva oder so? Was war da gewesen? Was soll da gewesen worden sein? Ja, nee, Alter, das kannst du mir nicht erzählen, Spiel. Das kann man sowas von vergessen. Das war kein Elva. Der Ball titscht da hoch an seinen Arm. Nee, Hand ging nicht zum Ball und das sehe ich nicht ein. Da wird jetzt am Regler verschoben. Weil das war schon wieder eine Fehlentscheidung. Ich werde das auch ausstellen mit dem Handspiel, weil es ja bisher nur Fehlentscheidungen gab gegen mich. Wie halt sonst bei Fouls. So. Fehlentscheidung für dich, KI, nutzt das aus. Das sehe ich echt nicht ein, Spiel. Das kannst du sowas von vergessen. Mir egal, ob das hier Karnevalsclub ist und ob es der 11.11. ist oder nicht. Geht mir am Arsch vorbei. So. Also wenn es der 11.11. wäre, meine ich natürlich. Also ob's, also in FIFA sei ja auch nicht, ne? Aber wenn es der 11.11. wäre, wäre mir das eh egal, weil sowas finde ich nicht lustig. So eine Fehlentscheidung. Da titscht der Ball da hoch. Er hat den Arm noch nicht mal wirklich vom Körper gehabt. Geht da nicht aktiv zum Ball. Das ist kein Handspiel. Das war eine klare Fehlentscheidung. Es wird ausgestellt. Weil auf so eine Fehlentscheidung habe ich keinen Bock. Ganz ehrlich. Und ich gucke mal, ob ich die Fouls vielleicht auch ausstelle. Das, weil, ja. Das größte Teil passiert bei einem Foul, Fehlentscheidung gegen dich. Das ist, was am meisten passiert. Hier sieht man's. Das war eine Blutgrätsche auf meinen Spieler da. Und das wird nicht abgepfiffen, so. Das wird nicht gepfiffen, so. Hätte ich sowas gemacht, ich hätte rot gesehen. Ich hätte legit rot gesehen. So. Legit. Aber sowas von. So. Aber sowas von hätte ich da rot gesehen. Aber Gegner, nö. Sieht gar nichts für. Deswegen vielleicht auch mal gucken, dass man die Fouls vielleicht ausstellt und dann kann getreten werden bis zum geht nicht mehr. Und trotzdem kassiere ich da 2-0, wo ich die runtergestellt habe. Was so ist das auch für eine Verarsche so? Ich stelle die runter und die spielen trotzdem munter los oder was? Vor allem, wie läuft der? Ah, nee, ich habe mich selber runtergestellt. Oh, scheiße. Okay, das war meine Schuld. Zu viel gelabert und okay, das. Ja, aber warum kann ich. Warum ist das auch so kompliziert? Warum ist hier auch mein Teamregler? So. Nee. So. Das soll nicht mein Teamregler zuerst sein, soll erst die KI sein, ihr blöden Penner, ganz ehrlich. Ja, wobei es geht eigentlich immer zuerst um mich, aber in dem Fall, ja, scheiße. Ich habe Scheiße gebaut mit dem Reglern, aber gut. Habe ich wohl verdient das Gegentor? Mein Spaß habe ich nicht, aber. Ja, okay, vielleicht weil ich nicht aufgepasst habe, dadurch schon, okay. Aber an sich nicht. Und ja. Ja, jetzt ist es halt, wie es ist, das alles, ne? Und ich gucke halt, dass hier die KI, genau, mal das abbekommt, was ich mir selber angetan habe, versehentlich. So, bei KI darf das natürlich sein. Weil ganz ehrlich, für die Fehlentscheidung werde ich jetzt halt auch die Regler so lassen, wie ich sie einstelle, weil das geht nicht. Sowas geht nicht. Dass ich dadurch Spiel verliere. Okay, das zweite Tor, ich habe da die Regler falsch eingestellt. Ist in Ordnung. So ist meine Schuld. So, aber nicht wegen einem Handspiel, was keins ist, schon wieder. Ist ja nicht das erste Handspiel, was keins ist. Und ich werde das auch wieder ausstellen. Es war unrealistisch, aber ist mir scheißegal, weil der Betrug hier, der ist auch nicht realistisch. Weil es nur gegen deine Mannschaft ist. Und das hier gibt dann nicht das 3-0, oder? Doch. Aber ist egal, weil die Werte sind jetzt angepasst. Fickt euch. Fickt euch Mainz und fickt euch EA, ganz ehrlich. F you all. So. Okoko auf. Kaminski, Junge, willst du mich eigentlich verarschen? Du darfst direkt ausgewechselt werden und Junge, du wirst verkauft. Was steht der da hinter dem Gegner und setzt und läuft nicht durch, ey? Ist er blöd in der Birne oder was? Nee, Junge, du wirst verkauft, ey. Komm rein, Czerny. So, ist mir egal jetzt. Ist mir jetzt scheißegal, was macht er da für eine blöde Scheiße, ganz ehrlich. Ich gebe ihm schon. Ich setze schon die Gegnerwerte runter, damit er blöd hinter dem steht und wartet, bis der Bus kommt oder was? Nee, Junge. Darfst verkauft werden, ey. Weil das ist scheiße, was du da spielst, ey.
Ich, was er dafür nicht denkt in seinem blöden Spatzenhirn, aber nee, ey. Geht gar nicht fit. Darfst direkt ausgewechselt werden und darfst nie wieder Spielzeit bekommen beim VfL Wolfsburg, solange ich Trainer bin. Versteht sich, weil. Ob sie ihn zurückkaufen, weiß ich auch nicht. Falls ich hier entlassen werden sollte, aber gut, dann spielt das ja eh keine Rolle mehr. Weil dann, ja. Also, ja. Zumindest nicht in diesem Format hier. Czerny trifft. Czerny. Hat er eine Nummer 3 auf dem Rücken? Das ist eigentlich eine Verteidigungsnummer, aber. Ja, ist mir aktuell ja eh nicht so wichtig. Ne, die 7 hat er, okay. Ja, die hätte man ihm nicht unbedingt geben müssen, weil es ist für mich eher so eine Mittelfeldnummer eigentlich, aber ja. Für mich persönlich, aber gut. Ist ja auch egal. Und da, was war das auch schon wieder von dem einen Spieler da? Lässt sich da soll vorbeilaufen, deckt den Gegner oder was? Wo der Gegner Ballbesitz hat, da muss man dem locker decken, ey. Mach das doch mal, wenn wir den gedeckt haben müssen, ey. Ah, kein Elfer. Also hätte ja passieren können. So bei jeder Grätsche, jedem Zweikampf denke ich schon, ah, Gegner kriegt Elfer. So sieht das aus. Also wenn ich das aufstellen kann, mit Fouls, dann nö. Keine Fehlentscheidung mehr, man kann hier fairer einfach das Spiel spielen. Dann kann man erst fair spielen. So, das ist schon traurig, aber wahr. So, Ausgleich ist dadurch, Czerny. Wie ich seine Leistung bewerte, weiß ich nicht, aber gut, immerhin funktioniert er, wenn er, also funktioniert schon mal, wenn der Regler so ist, wie er ist. Ja. Ist halt immerhin etwas, sieht man ja, dass bei so Kaminski nicht ist. So. Der überhaupt nie funktioniert, deswegen, ja, wird auch verkauft, weil mir das zu schlecht dann ist. Und wie kommt der Ball nicht an hier? Das ist. Das Geile ist, dann kann ich auch richtig auf Grätschen gehen. Gegner kann mich umtreten, ich kann Gegner umtreten. Gleiches Recht für alle. Und nichts passiert. Das heißt, keine Fehlentscheidung mehr gegen mich. Weil an sich passiert ja größtenteils ja eh nichts anderes bei Fouls. Fehlentscheidung gegen mich. So. Und ab und zu, dass mal der Ref korrekt ist auf beiden Seiten. So. Das ist sehr, sehr selten. Ah, gut. Nächstes Tor für uns. Canales trifft. Und ja. Ich würde sagen, ich mache noch 3 und dann gehe ich einfach in die Simulation, weil mir der Spaß am Spiel dadurch auch genommen ist, weil es schon wieder ein unfaires Handspiel war. Und sowas ruiniert einfach den Spielspaß und ja, ist auch dämlich von den Entwicklern, aber gut, die wird es nicht jucken, denke ich. Weil kaufen sich ja noch genug Leute und solange es noch genug Leute gibt, die das Spiel kaufen, werden sie wahrscheinlich eh nicht viel dran ändern an dem Ganzen. Wobei man es wahrscheinlich locker leicht ändern könnte, so eine Scheiße, mit Fehlentscheidungen und so. Könnte man. Vermutlich ändern so, aber ich weiß nicht, ob das so ist. Ist ja bestimmt auch, weiß ich jetzt nicht, ob das so einfach ist, wie man das sich denkt, wie man es gerne hörte. Weiß ich jetzt nicht, ne? Ich bin halt keiner, der sich damit so auskennt, deswegen, ja, weiß ich nicht, ob es einfach ist, so wie man sich das denkt oder nicht. Trotzdem nehmen wir das 5-3 noch mit und ich würde sagen, dann gehen wir einfach Endsimulation und eventuell holen die hier noch einen Punkt oder eben nicht. Ja, ich habe keinen Bock drauf, wenn, dann ist das halt so. Aber ich denke, ich werde die Regler auch wieder umstellen fürs nächste Spiel. Und ich gucke halt wirklich, ob man die Fouls ausstellen kann, weil das meiste, was halt größtenteils ist, so, es wird gegen mich gepfiffen. Aufgrund von angeblichen Fouls, die keine sind. Aber Gegner darf natürlich Blutgrätsche machen, Notbremse passiert nicht. Das ist halt das, was am meisten passiert. Nicht immer, aber größtenteils. Deswegen gucke ich mal, ob man die auch ausstellen kann. Wäre cool, weil dann halt wirklich ein faires Spiel durch ist. Und ich bin auf die. Genau, 3-6 haben wir noch, 6-3 haben wir noch gemacht durch Guerrero, durch die Simulation. Passt. So. Wollte ich nicht spielen, aber wirst dazu gezwungen. Ob es jetzt Handspiel ist, was du einstellst, oder halt das andere. Und wir spielen gegen Heidenheim, die nicht viel trotzdem Sieg gegen uns machen konnten. 7 Punkte aktuell. Die werden sowas von absteigen. Also, außer das bessert sich bei denen ganz schnell. Und Villarreal will auch Herrera haben. Ich weiß nicht, warum die so viele also Vereine den haben wollen, aber es ist schon der nächste Verein hier. Und habe ich einen Verein vergessen, oder? Was ist mit dem anderen? Waren da nicht 3 Leute an denen interessiert, oder habe ich einen einfach vergessen gehabt mitzunehmen? Jede Woche ein paar. Kein Grund zur Eile. So. Weil du, Junge, du bist nicht mehr so wichtig, wie du warst. So. Weil wir haben da jetzt bessere Leute als dich. Deswegen darfst gerne öfter Spielzeit bekommen, kein Problem, aber du bist kein Stammspieler. Unter mir. Wobei, aktuell könnte ja tatsächlich einer werden, weil ich auch Kaminski loswerde.
Deswegen kann er eigentlich einer werden. So. Wer weiß. Weil bei Nuggets ja ausgeliehen und so, deswegen kann er eigentlich einer werden. Großes Potenzial, ist mir scheißegal, der wird verkauft. 17 Millionen, ja cool. Kann man noch was rausholen, ordentlich. Und dann kann ich das eigentlich in den Yanzu stecken und in den Chikorita, Shiori, Orodia, wie auch immer der Typ da heißt. So. So sieht der Plan auf jeden Fall aus auch. Und hoffentlich liefern wir besser ab gegen Heidenheim wie zuerst. Und ich weiß nicht, ob ich die Chance auf Wiedergutmachung haben will. Weil andererseits, wenn ich verliere, dann ist das halt so. Aber ich gönne ihnen Punkte dadurch. Das wäre dann zwar äußerst schade und wäre nicht meine Absicht, aber im schlimmsten Fall helfe ich einem Verein, den ich gerne in der ersten, also mit dem ich kein Problem habe, den ich gerne in der ersten Liga weiterhin sehen würde. So. Ich weiß auch nicht, wie ich die Musik in Cutscenes ausstelle. Das würde ich gerne. Herrera ist nach Bergamo Calcio zum Bergamo Maschera gekommen. Villarreal zu spät hat, das kam das Angebot rein, alles ist okay. Wir haben ein Transferangebot für Lacroix. Den will ich eigentlich nicht loswerden. Wind auch nicht unbedingt. Aber bei dem guten Deal wäre beides drin. Theoretisch. Andererseits Wind, weiß ich jetzt nicht. Lacroix. Ja, aber dafür kriege ich keinen von derselben Stärke, deswegen nee. So. Und Bonucci ist ja eh schon schlechter geworden, deswegen nee. Und auch Wind für das Geld, so nee. Sehe ich nicht. Sehe ich gar nicht. Und ich werde den wahrscheinlich auch für die Max-Summe nicht verkaufen, genauso wie Lacroix, weil das wird mir nichts bringen. Außer dass ich da einen Spieler verliere und dann ist mir das nicht wert. So. Akaminski, da sieht das natürlich anders aus. Braga, schlau von ihnen. Vielleicht wissen sie auch, dass ich ihn unbedingt loswerden will, 25,6. Aber der ist auch schon, ja, vielleicht auch so für 25 Millionen einfach direkt könnte er haben. So. Vielleicht auch 24 oder 20, so ist mir eigentlich egal. Hauptsache nicht unter Marktwert. Und ja, bei ihm will ich unbedingt loswerden. Ansonsten achte ich halt immer, dass ich auch Profit ordentlich mache. Aber bei ihm, ja, scheiße ich drauf. Nein, ich will einen Spieler nicht haben. Ich will ordentlich Geld haben. Für den. Weil er ist zwar ein Trottel. Aber sagt, ich kann rausholen. Ich will den nicht haben. Warum kann die KI das, aber ich nicht, Entwickler? Erklärt's mir. Ganz ehrlich, was soll die Scheiße? Ganz ehrlich. Was ist Shit? Und ja, verpisst euch, wenn ihr keine 20 Millionen bezahlt, die noch großzügig von mir sind. Großzügig. Auch wenn er ein dummer Penner ist. Aber er ist 17 wert. Wie viel soll ich annehmen? Ein Cent für ihn, ja. Nee, das können die vergessen. Die kriegen höchstens von mir einen Tritt in die Fresse für ihr dreistes Angebot. Das ist dann aber auch Schmerzgrenze. So. Und Sevilla, ganz ehrlich, ihr bietet mir unter Marktwert, dafür sollte ich eigentlich direkt sagen, ja, nee, verpisst euch. Weil ihr seid der FC Sevilla, ihr habt Geld. Und ihr kommt mir unter Marktwert oder was? Ihr seid ein Top, ihr seid ein krass, ihr seid ein Europa-Club. So Europa League-Club. Und ihr wollt unter Marktwert oder was? Was soll die Scheiße? Wollt ihr direkt meinen Tritt in die Fresse oder was? Geht mir nicht um Zeiger, ja, von mir aus, ist mir egal, Hauptsache. Um die 20 Millionen, Hauptsache, dass er sich verpisst von der Mannschaft hier. Weil ganz ehrlich, der hält einen nur auf. So. Klar, hätte ich vielleicht in der Reserve lassen können, aber nee, habe ich keinen Bock drauf. Wo ich lieber noch ein bisschen Geld aus dem her. So. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach im nächsten Podcast.